Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing bei uns auf dem Kanal Yabu LP. Jetzt kommen irgendwelche Benachrichtigungen, ey, gibt's das? So, die Get Digital ist da! Ja, Get Digital! Ja, da wollen wir sie mal aufmachen. So. So. Ui. So. Was haben wir denn hier? Merry Christmas. Ja, das passt natürlich. Ist das Geschenkpapier? Hey, das wäre ja mal mega geil. Ja, das Geschenkpapier. Das lasse ich jetzt mal drin, liebe Leute, ja. Ja, so sieht das aus. Ja. Das lasse ich jetzt nämlich drin. Geschenkpapier aufrollen ist nicht so geil. So. Geschenkpapier können wir gebrauchen. Obwohl ich ein paar Rollen gekauft habe, wo ich muss noch einpacken. Ich habe noch so viel vor. Ich habe noch so viel vor, das glaubt ihr gar nicht. Was haben wir denn hier? Ah, die haben jetzt hier mehrere Sachen in so eine Tüte reingetan. Energy Cookie. Neu. Mit 75 Milligramm Koffein. Doppelkeks mit Guarana plus Nuss-Schokocreme-Füllung. Alles klar. Ja, das ist dieser Cookie. Der sieht so ein bisschen aus auf dem Foto wie diese Prinzenrolle. Darf ich das eigentlich sagen? Ich weiß es nicht. Kekse gehen immer. Dann, was haben wir hier? Ein Pin. Das ist der... Geil! Das sind die Affen von Monkey Island. Guckt mal. Ach man, jetzt macht er keinen Autofokus. Da haben wir den. Das sind die Affen von Monkey Island. Oh, wie geil ist das denn? Geil. Monkey Island geht immer. Cool. So, was haben wir hier noch? Eine Postkarte. Und es begab sich zu jener Zeit des Jahres, dass alle Söhne und Töchter an die Stätten ihrer Geburt zurückkehrten, damit sie die IT-Probleme ihrer Eltern richteten. Ja, das ist diese besagte Postkarte. Und dann haben wir... Ich hatte in der letzten Get Digital, hatte ich doch ein Spiel drin gehabt. Das ist sowas ähnliches wie Scrabble. Und das war aber mit diesen chemischen Elementen da. Und das hier ist eine Postkarte zum selber basteln. Die, also das kann man ausschneiden mit sage und schreibe. Ich mache das mal so. Chemischen Elementen. Mega cool. Ich tue das auch alles hier wieder in diese Tüte rein, damit hier nichts verloren geht. Aber hier der Pin, der ist geil. Der ist richtig geil. So, was haben wir denn noch? Ah. Retro Gamer. Geil. Wer kennt das noch? Die alte Rainbow-Strecke. Mario Kart!
Oh, wie geil ist das denn? King's Bounty. Alien Storm. Geil. Final Fantasy 7. Feindliche Linien. Geil. Sowas feiere ich. Half-Life 2. Oh, ja, das ist das Buch Retro Gamer. Richtig, richtig cool. Ja. Das feiere ich. Das geil. Zum ersten Mal eine Zeitschrift, die ich sogar behalte. Budweiser. Okay. Tapper. 100 Maß für eine Mark. Guck mal, wie das damals noch aussah. Ja, das ist total krass. Ey, das finde ich geil. 13 Euro kostet kostet das Buch. Heftig. Geil. Boah, guck mal, da habe ich das ich jetzt erst hier unten den alten Amiga. Oh, ist das geil. Boah, das, also da, diese Zeitschrift, die feiere ich. Die feiere ich ja gerade mal mega. Hammer. Geil. Was haben wir hier? Alohomora Schlüsselbrett. Mit 5 Haken. Ach, lol. Das machen wir mal auf. Ich liebe das. ich kann damit nicht aufhören. So, jetzt hole ich das aber. Mal rausholen. Ja, das hier ist ein. ja, für Jacken zum Aufhängen. Cool. Aber keine Schrauben oder sowas mit. Hier hinten für zum Befestigen. Cool. Das ist cool. Und, ach, nicht Jacken aufhängen, Schlüssel aufhängen. Habe ich Jacken gesagt? Ich meinte Schlüssel. Das ist cool. Ich muss nur einmal. Ich liebe das. Na, muss ich aber auch wieder zukriegen. Jawohl. Oh. Sag mal, ah ne, das war hier drin. So, T-Shirt. Lol. Ich habe zwei T-Shirts. Oder ist das kein T-Shirt? Come to the dark side. We have cookies. Nee, das ist eine Schürze. Das ist eine geile Kochschürze. Okay, da komme ich jetzt. Das ist eine Schürze. Wie geil ist das denn? Ich habe erst gedacht, das wäre ein T-Shirt, aber dann sehe ich, hier ist ja ein T-Shirt auch noch drin. Geil. Come to the dark side, we have cookies. Geil. Das ist cool. Ja, ob ich das jetzt wieder so zusammenkriege, ich weiß es nicht. Ich glaube mal eher nicht. Machen wir jetzt mal so.
so. Hoppala. Und so. Das ist cool. So, was haben wir denn hier noch? Einmal unser Heft. Nee. Das ist geil. Ein Kalender. Ja, der Get Digital Nerd-Kalender 2018. Fangen mal mit Januar an. Achso, das erinnert mich an irgendein Spiel. Ja, das hier ist der Januar. Könnt ihr mal echt gerne in die Kommentare schreiben. Mir kommt das mega bekannt vor, ne? Aber. Echt cool. Warte, ich mach das mal so quer. Dann könnt ihr das wahrscheinlich besser sehen. Das ist der Februar. Das ist so geil. Das ist der März. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Der April. Wieder mit chemischen Elementen. Also sieht zumindest vom Aufbau her so aus. Jetzt wird es basic. Ja. Mega geil. Einfach nur mega geil. Cool. Juni 2018 im Comic-Stil. Ja. Dann Juli. Na? Warte, ich will das hier nicht. So. In seinem Platine-Stil. Der August, Karten in diesen Spielekarten. Ja, ich zeige euch das mal so. Ich gehe da mal so runter. Geil. Der September in Retro. Ja. Oktober. Minecraft. Ja. Minecraft. Den November. Und zu guter Letzt der Dezember. Mensch, was vibriert denn da wieder? Und das ist der Dezember. Mega geil. Also das muss ich wirklich sagen, mega, mega, mega geil. Dieser Kalender. Hammer. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ja. Und jetzt kommen wir zum letzten Item, nämlich zum T-Shirt.
cool aus. Aber ich weiß wie immer nicht, was das ist. So ein bisschen weihnachtlich, ich zeige euch das mal. Ja, das ist mit der Lichterkette so ein bisschen weihnachtlich. Aber alles andere. Vielleicht steht das hier im Heft drin, was genau das ist. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Auf jeden Fall. Das war eine richtig, 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 richtig geile Box. Ohne Scheiß. Damit habe ich nicht gerechnet. Hammer. So, ich tue das aus Sicherheitsgründen mal hier weg. So, das Heftchen bleibt hier, mein Handy bleibt auch hier. Das kommt rein und wupp, das Heft kommt rein und wir gucken uns, nee, Handy kommt weg. So, Cookie. Wir gucken jetzt hier mal rein. Wie immer, Rechner. Der Kalender kostet 10 Euro. Die Postkarte mit diesem Bäumchen, ja, die kleine Postkarte, 1 Euro. Die Schürze, 16 Euro. Dreiköpfiger Affe. Ja, siehst du, ich habe recht gehabt. Achtung, hinter dir, ein Button mit einem dreiköpfigen Affen. Mit dieser Ablenkung wirst du jeden Piraten aus Monkey Island völlig aus der Fassung bringen. 1,50 Euro. Geschenkpapier, wie ich schon sagte. Zu einem tollen Geschenkpapier gehört ein ebenso tolles Geschenkpapier. Hä, was habe ich gerade jetzt gelesen? Zu einem Geschenkpapier? Zu einem tollen Geschenk gehört ein ebenso tolles Geschenkpapier. Das macht Sinn. Unsere Pixelkünstler haben deshalb ein weihnachtliches und nerdiges Geschenkpapier entworfen, das deine Geschenke dieses Jahr nochmal aufwerten kann. Mega geil. 3 Euro. Dann Schlüsselbrett. Harry Potter ist das. Krass. 18 Euro. Dann das Retro-Magazin. Ah, das ist so mit drin. Das kostet aber trotzdem, habe ich gesehen, 13 Euro. Deswegen notieren wir das einfach mal mit. Das ist ja drin. Energy Cake, 1,30 Euro. T-Shirt, Rudolf, the 8080 had a very mighty coat. But if you wrap a rope around him, you will see his head explode. Okay, 18 Euro. Dann Weihnachtskarte, ho ho ho, die zum selber basteln, 1 Euro. Knapp 83 Euro Warenwert. Ich habe 25 dafür bezahlt. Und ich muss wirklich, wirklich sagen, ey, diese Box ist der absolute Hammer. Ich hatte ja schon mal eine richtig geile Box gehabt von der Get Digital. Aber die hier übertrumpft alles. Die hier übertrumpft wirklich alles. Mega, einfach nur mega geil. Ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll, weil die ist gelungen. Ja, du hast Geschenkpapier drin, du hast eine Schürze drin für zum Kochen, zum Grillen, wie auch immer. Du hast eine richtig geile Zeitschrift drin für mit so Retro-Games, ja. Du hast einen Schlüsselaufhänger. Ob man das jetzt braucht oder nicht, das sei mal dahingestellt. Irgendwann kann man es vielleicht immer mal gebrauchen. Ja. T-Shirt sieht gut aus. Geil. Einfach wirklich nur geil. Ja, meine Lieben, das war die letzte Box für in diesem Jahr. Ja. 2018 steht vor der Tür.
Und dadurch, dass ja kein Unboxing mehr ist, wünsche ich euch aus dieser Genre, sage ich jetzt mal, schon mal alles erdenklich Gute im nächsten Jahr. Ein schönes Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder zusammen hier sehen, bei uns auf dem Kanal Jabu LP und zusammen die Boxen öffnen. Es war wirklich ein tolles Jahr mit euch. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß gehabt. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns in einem Monat wieder, wenn es wieder heißt Unboxing. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.